Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kiosk-Kanal. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Und heute soll es so einen kleinen Jahresrückblick geben, denn wir stellen uns die Frage, was ging 2023 am besten, was gar nicht so gut, wie viel Umsatz haben wir gemacht und was waren die Trends 2023? Das heißt, eine Menge Insights, eine Menge Zahlen und auch ein paar Betriebsgeheimnisse. Und das erste Geheimnis, das können wir direkt mal gemeinsam lüften, denn ich habe eine kleine Quizfrage vorbereitet. Und zwar hier unten zu dieser ehemaligen Tür, die wir hatten für unser Zigarettenregal. Und da möchte ich euch einfach mal fragen, wenn ihr euch diese Scharniere anschaut, was ist hier passiert? Lösung A, der Poltergeist hat zugeschlagen, diese Tür ist einfach rausgefallen. B, das trockene Zigarettenregal hat so dermaßen gemodert, dass die Tür rausgefallen ist. Oder C, ein Mitarbeiter ist dagegen gelaufen, hat die Scharniere rausgerissen und hat es dem Chef nicht gesagt. Ihr könnt direkt mal in den Kommentaren abstimmen, was ihr glaubt, was hier passiert ist. Die kenne ich nur persönlich. Kommen wir direkt zur ersten Statistik, denn unser Kassensystem sagt, dass wir bis heute, heute ist der 13.12., ungefähr 25.000 einzelne Verkäufe hatten. Das heißt, potenziell waren es 25.000 Kunden, aber natürlich haben manche Leute öfter hier gekauft, gerade die tagtäglich hier vorbeikommen oder auch im Onlineshop. Da haben wir sehr fleißige Dauerbesteller und 25.000 Verkäufe, das ist schon echt eine Hausnummer. Und dabei haben wir einen Gesamtumsatz von 287.000 Euro gemacht. Und im ersten Moment denkt man natürlich, boah krass, ihr müsst ja voll reich sein, was ihr damit alles verdient, das lohnt sich ja voll. Aber nein, es ist der Umsatz und nicht der Gewinn. Wir haben es in der Vergangenheit schon öfter betont, gerade bei so Sachen wie Presse, Tabak, Kaffee, machen wir nicht so viel Marge. Dementsprechend ist das nur der Umsatz und nicht der Gewinn. Aber der Reingewinn unseres Ladens bleibt natürlich ein gut gehütetes Betriebsgeheimnis. Und auch bei uns im Onlineshop läuft es sehr, sehr gut, denn wir haben bis heute knapp 2000 Online-Bestellungen gehabt. Das ist mega geil. Mega geil! Und vor allem ein brandneues Produkt ist direkt nach 2 Monaten auf Platz 1 geschossen. Laut den Statistiken haben wir nämlich am meisten von den TikTok-Boxen verkauft. Pascal bespaßt dann nämlich jeden Montag und jeden Mittwoch auf TikTok unsere Community und da kann man dann live mitentscheiden, was in seine Bestellung mit reinkommt. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Hot Chip oder lieber irgendwas anderes? Ich habe ja schon gesagt, dass wir das gerade mal seit 2 Monaten machen und umso krasser ist es natürlich, dass es auf Platz 1 gelandet ist und daran schuld sind natürlich auch unsere internationalen Süßigkeiten, die wir da immer fleißig mit in die Boxen packen, aber vor allem natürlich auch unser Partner Hitchies, denn von denen haben wir wirklich, ich glaube, die größte Bandbreite an Produkten in ganz Berlin, wenn nicht sogar in ganz Deutschland, denn wir haben wirklich alles. Jede Farbe, jede Drachenzunge, jede Dino-Kralle und das kann man auch bei uns alles online bestellen. Ein Regal weiter haben wir direkt Platz 2 der Online-Bestellungen, denn tatsächlich sind Aarons Troschi Minis auf Platz 2 der Online-Bestellungen. Das wurde am zweitmeisten bestellt, natürlich immer nur an 18-Jährige. Wir kontrollieren das natürlich auch immer fleißig. Und auf Platz 3 haben wir unsere XXL-Naschboxen. Da kommen von unseren ganzen Süßigkeiten so viele Sachen wie möglich rein. Ich glaube, der Wert ist bei 50 Euro und man bezahlt nur 35, richtig? Genau so ist es. Und wir haben auch noch eine zweite Variante, nämlich eine USA-Naschbox, wo dann wirklich ausschließlich internationale und vor allem natürlich US-amerikanische Süßigkeiten reinkommen. Und auch da kann man ein wahres Schnäppchen machen und dementsprechend auf Platz 4 unserer Online-Bestellungen. Und hier im Kühlschrank sehen wir Platz 5 der meistbestellten Online-Produkte, nämlich Alge Softdrink. Kommen wir zu den bestverkauftesten Produkten hier im Laden. Und es ist tatsächlich so unscheinbar wie eigentlich auch logisch, denn tatsächlich wurde bei uns im Laden über 5.100 Mal Lotto gespielt. Und das vielleicht auch aus folgendem Grund, denn tatsächlich war bei uns bislang vom Bauchgefühl her, ich habe nicht in die blanken Zahlen geguckt, ich möchte auch nicht zu viel verraten, ich sag auch nicht, wer es war. Aber tatsächlich wurde hier schon mal in einem 4-stelligen Bereich Lotto gewonnen. Ich glaube, zwischen 5.000 und 7.500 Euro war der größte Gewinn hier bei uns in der Filiale. Spoiler, das Geld bekommt man in der Größenordnung natürlich nicht hier ausgezahlt. Aber das Spiel wurde hier gespielt, der Spielschein wurde hier abgegeben und dementsprechend auch hier eingelöst. Was ich auch nicht gedacht hätte, auf Platz 2 der meistverkauften Produkte hier im Laden ist tatsächlich die klassische Tageszeitung. Wir haben alles Mögliche da, Bild, BZ, Berliner Kurier, Berliner Zeitung, Tagesspiegel, Junge Welt, Berliner Morgenpost. Ja, dann sind das unsere Tageszeitungen und davon wurden über 1000 Stück hier verkauft. Platz 3 der meistverkauften Produkte bei uns hier stationär im Laden ist Pepsi Zero Zucker. Ganze 460 Dosen haben wir im laufenden Jahr davon verkauft. Kann ich auch verstehen, mir schmeckt es auch sehr, sehr gut. Und wir haben davon auch verschiedene Sorten, natürlich die mit Zucker. Wir haben internationale Sorten, die es in Deutschland so nicht gibt. Dementsprechend kommt vorbei und seid der 461. Pepsi Zero Zuckerkunde. Ein Regal weiter geht es weiter mit Onkel Monte. Von ihm haben wir hier einen Aufsteller,
stehen und auch der Gönnergy-Hype ist bei uns natürlich im Laden zu spüren gewesen. 300 Dosen haben wir davon verkauft. Waren das alle Sorten oder war das nur Blueberry? Nur Blueberry. Okay, wir haben doch mehr als 300 Dosen von Gönnergy verkauft, aber alleine die Sorte Blueberry Coconut haben wir über 300 Mal verkauft. Krass. Damals waren wir echt auf der Suche, ich erinnere mich sogar noch, als dann hier wirklich so ein bisschen Hysterie herrschte und Jan und Pascal quer durch Berlin fahren mussten, um an die Dosen zu kommen. Mittlerweile kommt man ja relativ gut da dran. Dementsprechend, bei uns sind noch ein paar Paletten da, aber ich sehe auch, dass von Blueberry 1 zwei Dosen noch da sind, scheint wirklich die beliebteste Sorte zu sein. Und auf Platz 5 der meistverkauften Produkte hier im Laden sind die sauren Drachenzungen. Denn da gab es auch in diesem Jahr einen krassen Hype. Man hat sie ins Eisfach gelegt. Zwischendurch gab es davon ein Wassereis. Wir haben nicht nur die blauen, sondern auch die bunten. Wo sind denn? Da sind die sauren Drachenzungen. Als bunte Version davon haben wir auch knapp 300 Packungen hier im Laden verkauft. Und zwischendurch war das ganze Thema so heiß, gerade im Sommer, dass wir das Drachenzungen-Wassereis hier vor Ort hatten, gekühlt haben und an Kinder verschenkt haben. Ja, wir kümmern uns ein bisschen auch um die Kids hier im Kiez, damit die auch bei 30, 40 Grad, die wir ja diesen Sommer teilweise hatten, gekühlt nach Hause kommen. Gekühlt klingt irgendwie komisch. Ein anderes Hype-Produkt findet sich hier vorne im Kassenbereich und wir sind sehr stolz, offizieller Partner von Tops zu sein, denn diese Produkte gehen momentan echt steil. Wir haben mittlerweile so viele verschiedene Tops-Produkte hier bei uns im Laden, aber auch online. Das hier ist zum Beispiel mein Lieblingsprodukt, weil hier drin habe ich eine One-of-One gezogen von Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach. Was hast du gerade gezogen? Wir sind ausgerastet. Florian Neuhaus, Trikot mit dem Puma drauf, 1 von 1. Ey, das ist ein richtiger Knaller. Mein Lieblingsverein mit einem Stück Trikot und der Unterschrift drauf war auf jeden Fall mein Highlight des Jahres. Und wir haben zwischenzeitlich eine Tops-Box verkauft, die wir extra für euch zusammengestellt haben. Und folgendermaßen sah sie aus. Was machen Sachen? So von außen drin gab es dann entweder einen unterschriebenen Fußball oder ein unterschriebenes Trikot. Plus ganz viele verschiedene Match-Attacks-Produkte zur aktuellen Bundesliga-Saison. Wir haben neben den Bundesliga-Produkten aber natürlich auch viele Champions-League-Produkte oder Club-Produkte, wie zum Beispiel hier Tops Chrome, wo es dann nur um Juventus Turin geht. Wir haben mittlerweile auch Star Wars Produkte da. Dementsprechend sind wir wirklich einer der, ich würde sagen, am breitesten aufgestellten Tops Verkäufer des Landes. Und darauf sind wir mega stolz. Das hängt natürlich auch vor allem damit zusammen, dass wir euer Lieblingsformat gefunden haben, nämlich die Höhle der Sammler. Das wird unterstützt von Tops. Und da versuchen ja Aaron, meine Wenigkeit und immer wechselnde Juroren so eine richtige geile Rarität zu ersteigern. Und da geht es auch vor allem um Tops-Produkte. Und im nächsten Jahr werden wir damit natürlich weitermachen. Wir sind gerade am Konzeptionieren für die nächsten Folgen. Ich finde, die wir in diesem Jahr produziert haben, wirklich mega geil. Wir hatten eine geile Mischung zwischen Sammelkarten, die die Welt wirklich so noch nicht gesehen hat, wo es wirklich um One-of-Ones geht oder wo es nur 5 Stück auf der Welt geht. Wirkliche Raritäten bis hin zu Kuriositäten, wie zum Beispiel einem Formel-1-Reifen, der aktuell bei mir im Büro steht. Oft sehe ich von euch sogar Kommentare unter meinen Videos, von wegen, ey geil, der Formel-1-Reifen vom Kiosk-Kanal ist ja jetzt bei dir im Büro. Mein Lieblingsformat ist es definitiv auch. Welches Produkt ein wahrer Evergreen ist, ist hier hinter mir Gennick. Davon haben wir verschiedene Sorten. Meine Lieblingssorte Ananas Kiwi. Und gerade im Sommer ist das wirklich ein Kassenschlager. Geht immer gut, weil es super leicht ist, nicht zu süß ist, sondern wirklich eine super Erfrischung. Außerdem möchte ich mich natürlich noch bei einem weiteren Partner bedanken, nämlich Absolut Radio hat uns auch das komplette Jahr unterstützt und war vor allem daran schuld, dass hier unsere Autogrammwand immer voller wird. Denn wir haben Kioskkonzerte gefeiert, wir hatten prominente Gäste hier und das wäre ohne diese Unterstützung von Absolut Radio natürlich nicht möglich gewesen. Außerdem waren sie natürlich eine Zeit lang auf unseren Kaffeebechern drauf. Die Kaffeebecher sind in der Zwischenzeit leer geworden. Wir haben da auch nicht nachgefüllt, denn jetzt kommen wir zu dem Produkt, was so gar nicht ging und das ist tatsächlich Kaffee. Und als Aaron mir das erzählt hat, konnte ich es nicht glauben, weil ich hole mir hier mindestens 1 bis 2 Mal die Woche einen Kaffee. Ich habe dann immer meinen Wechselbecher dabei, aber tatsächlich scheinen wir so wenig Kaffee zu verkaufen, dass die Kaffeemaschine im kommenden Jahr hier rausfliegt. Das heißt, kein Kaffee mehr, kein Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino, Kakao. Haben wir alles hier angeboten, im nächsten Jahr nicht mehr, aber die Kaffeemaschine kommt natürlich nicht auf den Müll. Denn die ist nicht nur A, super teuer, sondern B, auch ein Leasing-Modell. Und die Kaffeemaschine wird dann drüben ins Büro wandern. Das heißt, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich dann jeden Tag ihren Kaffee dort zapfen. Dadurch, dass dann mit frischem Kaffee wirklich das letzte offene Getränke- und Speiseprodukt aus unserem Sortiment rausfliegt, dürfen wir auch die Spüle hinter uns, die eigentlich nur dazu war, um mal den Kaffeefilter durchzuspülen und sauber zu machen, die dürfen wir dann endlich hier rauswerfen. Und dadurch haben wir dann hinter uns mehr Platz für die Pakete, weil ich würde euch gerne das Lager
Lager zeigen, aber es ist super voll. Und gerade jetzt zum Ende des Jahres, kurz vor der Inventur, möchtet ihr das nicht sehen. Also, das war der Jahresabschluss vom Kiosk 2023. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem die Kameraführung ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe mir so eine neue Vlogging-Kamera gekauft. Ich kann noch selber nicht so richtig damit umgehen, aber ich übe noch. Dementsprechend schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet und was ihr euch fürs kommende Jahr vielleicht für YouTube-Formate wünscht. Wir werden davon hoffentlich einige umsetzen. Eins steht definitiv fest, die Höhle der Sammler geht in. Dürfen wir es schon Staffel 2 nennen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall freuen wir uns auf die kommenden Folgen. Dementsprechend abonniert unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im kommenden Jahr schon bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Hallo, hier ist der Flo von der Absolute Germany Morning Show. Das Video ist vorbei. Ah ja, bei der Endcard. Na dann doch einfach die Glocke aktivieren. Haben sie schon. Super. Na dann abonnieren, Kommentar da lassen, liken gerne. Ja, dann ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.